Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Hercule Poirot. Ich bin der größte Privatdetektiv aller Zeiten. Immer dann, wenn es gilt, ein besonders verwickeltes Problem zu lösen, bin ich zur Stelle. Auf jeden noch so verworrenen Kriminalfall kann ich eine Lösung finden, dank meiner hervorragend funktionierenden kleinen grauen Zellen. Ich löse jedes Problem. Sind Sie bereit für eine kleine Demonstration? Bien. Darf ich Sie bitten, eine Hand zu nehmen und die Finger abzuspreizen? Dann nehmen Sie bitte einen Ring, einen Fingerring, den Sie bequem auf die Fingerspitze eines jeden Fingers setzen können. Wenn Sie keinen Ring haben, ist das kein Problem. Benutzen Sie einfach Ihre Imagination. Stellen Sie sich den Ring einfach vor. Dann setzen Sie den Ring auf die Spitze irgendeines Fingers. Wenn ich Sie nun bitte, den Ring einmal zu bewegen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können den Ring von hier aus einen Finger nach links oder einen Finger nach rechts bewegen. Sie dürfen keine Finger überspringen. Sollte sich der Ring am Ende der Rand entweder auf dem kleinen Finger oder auf dem Daumen befinden, dann gibt es nur eine Richtung, in die Sie gehen können, nämlich zur Randmitte hin. Alles klar? Also machen wir ein Beispiel. Nehmen wir an, der Ring sitzt hier und ich sage Ihnen, Sie sollen ihn zweimal bewegen, dann haben Sie mehrere Möglichkeiten. Entweder können Sie zweimal nach rechts bewegen, 1, 2, oder zweimal nach links bewegen, 1, 2, oder Sie können ihn auch so bewegen, 1, 2. Sehen Sie, es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie das tun können. Noch etwas. Zu jedem Finger gehört eine Zahl. Der Daumen ist Finger Nummer 1, der Zeigefinger Finger Nummer 2, der Mittelfinger Finger Nummer 3, Nummer 3, der Ringfinger Finger Nummer 4 und der kleine Finger Finger Nummer 5. Alles klar? C'est bon. Et maintenant, nehmen Sie Ihren Ring und setzen Sie auf irgendeinen Finger. Und nun bitte merken Sie sich die Zahl, die zu diesem Finger gehört. Haben Sie die Zahl? Gut. Dann darf ich Sie bitten, den Ring, nun wie bereits beschrieben, so oft zu bewegen, wie es der Zahl entspricht. Also beispielsweise, der Ring befindet sich hier, dann dürfen Sie ihn zweimal bewegen. 1, 2 oder 1, 2, wie Sie möchten. Sie haben viele Möglichkeiten. Ich lasse Ihnen einen Moment Zeit. Haben Sie das gemacht? Sehr schön. Très bien. Nun lassen Sie mich, obwohl wir durch Raum und Zeit voneinander getrennt sind, das probieren. Ich weiß nicht genau, auf welchem dieser Finger sich Ihr Ring befindet, aber eines kann ich spüren, er ist nicht auf dem Daumen, nicht auf dem Daumen. Also bitte falten Sie den Daumen nach innen, er spielt nicht mehr mit. Und nun bewegen Sie den Ring bitte noch einmal, une fois, einmal nach links oder rechts, wenn möglich.
Es ist immer noch etwas schwierig zu erspüren. Bewegen Sie den Ring noch einmal, nach links oder rechts, wenn möglich. Ich glaube, ich komme der Lösung näher. Bitte bewegen Sie den Ring noch einmal, nach links oder rechts. Aha, ich weiß noch nicht genau, wo sich der Ring befindet, aber eines weiß ich, er ist nicht auf dem Zeigefinger, nicht auf dem Zeigefinger. Also bitte biegen Sie den Zeigefinger nach innen, er spielt nicht mehr mit. Und nun bewegen Sie den Ring noch einmal, s'il vous plaît. Ah! Nun kann Hercule Poirot die Lösung des Rätsels erkennen. Der Ring befindet sich auf dem Ringfinger. C'est vrai? Auf dem Ringfinger. Sie sehen, niemand täuscht die kleinen grauen Zellen von Hercule Poirot. Und wenn Sie noch mehrere solcher Experimente miterleben möchten, oder wenn Sie gar über meine berühmtesten Kriminalfälle etwas erfahren möchten, dann kommen Sie einfach in meine Vorstellung. Oder noch besser, buchen Sie mich für Ihren nächsten Event. Hercule Poirot kommt auch zu Ihnen, zu Ihrer Veranstaltung und löst seine spannendsten Fälle. Au revoir.